Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute habe ich 5 Bücher im Gepäck und ja, das klingt nach viel mehr, als es tatsächlich ist, denn ein Buch davon ist abgebrochen und das andere habe ich aus der Vorwoche mitgebracht. Dementsprechend ja, sind es im Grunde nur 3,5 und was abgebrochenes an Büchern. Aber ja, es war meine erste Arbeitswoche nach dem Urlaub und ja, das Wetter war schon ein bisschen veränderlich. Dennoch war ich wieder viel draußen, viel spazieren. Ich finde, es gibt gefühlt nichts Besseres an Entspannung, als nach einem Homeoffice-Tag irgendwie ein bisschen rauszugehen, zu laufen oder auch den Garten zu nutzen. Und natürlich bin ich da auch viel und habe da auch ein bisschen was zu tun. Von daher, ja, bin ich da auf jeden Fall viel, viel draußen. Jetzt soll es ja am Wochenende nochmal oder bis zum Wochenende nochmal sonnig und schön werden. Und dann soll aber Gewitter und Sturm folgen. Also, der Sommer wahrscheinlich vorbei. Ja, er hat nur 2 Wochen dieses Jahr gedauert, aber wir beschweren uns nicht über das Wetter, es machen viele andere. Ich möchte davon definitiv Abstand gewinnen. Aber ich freue mich über jeden Sommertag und ja, das Ankommen in der Arbeit war tatsächlich diesmal ein bisschen schwieriger. Ich tat mir die ersten 2-3 Tage tatsächlich ein bisschen schwerer, konzentriert 8 Stunden da zu sitzen und zu arbeiten. Also so manchmal dachte ich, ich habe die Mail schon 2-mal gelesen, ich verstehe sie immer noch nicht. Ja, ich war wahrscheinlich sehr gut erholt und versuche das auch noch so ein bisschen mitzubringen. Ja, innerhalb der Woche habe ich jetzt auch angefangen, Christopher Nolan Filme zu schauen. Dazu möchte ich dann später ein bisschen was erzählen. Ich bin ein großer Fan der Filme von ihm und bis auf einen habe ich, soweit ich weiß, auch alle tatsächlich gesehen. Und es kommt ja jetzt Ende August, nächste Woche, kommt ja Tenet, der neue Film, und es soll ja so das erste Highlight in 2020 an Kino sein, Blockbuster. Und ja, ich weiß aber noch nicht, ob mir so nach Kino ist. Und deswegen habe ich gedacht, ach ja, dann kannst du in Nostalgie schwelgen und dir ein paar alte Filme anschauen. Ich habe 2 von ihm geguckt und habe auch in dieser Woche jetzt schon einen geschaut. Und ja, bin da so ein bisschen in Christopher Nolan-Fieber und ja, freue mich darauf. Ja, die nächsten noch zu entdecken. Und ja, wir starten, denke ich, jetzt einfach mal mit den Büchern, weil es ist doch eine ganze Menge, was neben mir liegt, neben meinem etwas kaputten Knie. Ich habe links irgendwie so Schmerzen im Knie, weiß noch nicht so richtig, woher und warum und was es ist. Deswegen liegt es auch ein bisschen hoch, deswegen sitze ich heute auch zur Bücherwoche tatsächlich auf der Couch. Normal sitze ich ja dann immer bei dem anderen Regal, aber ja, vom Boden wieder hochkommen. Ja, ist manchmal nicht so einfach. Aber solange wir noch lachen und sonst gesund sind, ist alles okay. Und ja, so soll es dann am Ende tatsächlich auch sein. So, wir fangen mit den Büchern an. Die Woche hat begonnen mit Roadtrip mit Emma von Christina Klein. Ja, wie es so schön sagt, ein Roadtrip mit ja, einem Bulli. Ich glaube, es ist ein anderer als Mercedes-Bus. Aber ja, wie man schon am Cover erkennen kann, geht es hier auf Reisen. Abgebrochen habe ich Grace und die Anmut der Liebe von Sophie Benedict. Ja, hier geht es um das Leben von Grace Kelly. Als nächstes beendet habe ich dann Aus schwarzem Wasser von Anne Freitag, der erste Thriller von Anne Freitag, die wir ja sonst eher aus dem Jugendbuchbereich kennen. Und dann, ja, ist er da. Der neue Stephen King, blutige Nachrichten, 4 Kurzgeschichten bzw. auch Novellen in einem Band. Das ist ein rechter Wälzer und ja, den habe ich in dieser Woche gelesen. Und beendet habe ich dann auch in dieser Woche, und das ist das halbe Buch sozusagen, und zwar Nevernight 1, die Prüfung von Jay Kristoff. Und wer sich erinnert, in der letzten Woche habe ich noch das Hörbuch gezeigt und ich habe auch das Hörbuch gehört, aber es ist in echt bei mir eingezogen. Und das, ja, kann fast nur ein was bedeuten. Ja, alle Bücherinformationen findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, auch welche Bücher dann Rezensionsexemplare sind und so weiter. Guckt da gerne rein, ja, sollte ich das irgendwie hier vergessen. Wir starten mit Roadtrip mit Emma von Christina Klein. Es heißt so schön, ein Van, 2 Verliebte und 40.000 Kilometer bis nach Sibirien. Das Buch habe ich als Mengeexemplar bei der Thalia mitgenommen und ich fand ja, das super interessant. Ich mag ja so Abenteuerbücher, so Reisebücher, so Roadtrips, finde ich richtig, richtig toll, und dementsprechend musste das einfach mit und wurde jetzt auch gelesen, um noch so ein bisschen, ja, Urlaubs-Sommerstimmung einfach einzufangen. Wobei es ja hier nach Sibirien geht, das heißt, hier erwarten einen jetzt keine 30 Grad. Nein, ganz im Gegenteil. Wir treffen hier auf Christina, also auf die Autorin, die mit ihrem Freund Paul zusammen ja, Emma
aufbereitet. Und zwar ist das ein knalloranger Van, Baujahr 86, also schon auch richtig was auf dem Buckel. Und die wollen eine Reise machen, eine Auszeit nehmen und Richtung Russland reisen, wo sie ihre Wurzeln auch hat. Und das finde ich auch total faszinierend. Also wir erfahren so ein bisschen, wie sie das Leben vorher leben, was sie arbeiten, wie sie zu diesem Entschluss kommen, wie sie sich kennengelernt haben und wie man dann eben auf die Idee kommt, eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich meinen Wurzeln nach, besuche meine Oma in Russland und nehme den neuen Freund einfach mal mit. Wir erleben sehr viele Länder. Es ist hier drin auch angezeichnet, wie die Reise im Grunde vonstatten geht, sowohl vorne als hinten. Also wir haben hier ganz viele Infos über diese Länder und wir fahren durch Polen, Moldawien, Georgien, Kirgisistan, Aserbaidschan, Iran und alles irgendwie auch wieder zurück. Und ja, uns erzählt hier Christina einfach so ihre Reise, ihre Gedanken, die sie dabei hat. Ja, warum dieser Weg, warum manche Strecke gewählt wurde. Wir erfahren sehr viel über Grenzkontrollen, über ja auch das Frauenbild in diesen Ländern. Also, dass man ständig gefragt wird, warum seid ihr nicht verheiratet? Warum hast du als Russin einen deutschen Mann? Warum habt ihr keine Kinder? Wo sind eure Kinder? Und so weiter. Und ja, das erzählt sie uns sehr eindrücklich und auch sehr leicht geschrieben. Ja, mein Manko tatsächlich ein bisschen an der Geschichte ist, dass ich es zwar sprachlich sehr leicht erzählt finde, man kann gut folgen, man bekommt viele private Details, wir erfahren viel über die Reise, wie das ist, eben einfach irgendwo das Auto hinzustellen, morgens aufzustehen, einen wunderbaren Blick zu haben, verschiedene Städte kennenzulernen, wenn es auch Probleme immer mal mit Emma gab, ja, wie hilfsbereit die Menschen auch sind. Ich fand auch toll, dass sie viele Ängste ausgesprochen hat und uns einfach ihre Gedanken mitgegeben hat. Auch die Reise an und für sich war sehr interessant. Jetzt nicht unbedingt mein bevorzugtes Reiseziel oder eine Route, die ich fahren würde, aber man weiß über diese Länder so wenig, finde ich zumindest irgendwie so für mich. Und ich fand es daher ganz spannend, hier diese Länder zu entdecken. Mir hat aber tatsächlich, haben diese Länderinformationen gefehlt. Mir haben ja auch mal so klassische Dinge gefehlt. Ja, was kann man sich angucken? Wie ist das? Wie viele Touristen sind da? Warum ist das vielleicht irgendwie ein touristisches Highlight? Und so weiter. Das hat mir sehr, sehr gefehlt. Und ja, jetzt kann man sagen, es ist vielleicht gar nicht so spannend. Aber wenn man was über diese Länder erzählen möchte, muss man natürlich auch vielleicht so ein geschichtlich ein bisschen was erzählen. Was hat diese Länder so geprägt? Und solche Dinge. Das hat mir einfach gefehlt. Auch die Gedanken von ihrem Freund Paul. Man bekommt nur sehr wenig Dialoge oder auch Gedanken, wie er Dinge empfindet. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, es ist ihr Roadtrip, aber es ist eben der Roadtrip von beiden. Und wenn ich da eben andere Reisebücher kenne oder auch Reisevlogs folge, das ist dann schon immer irgendwie ein Miteinander. Und ich fand schon, dass sie sehr in den Vordergrund gegangen ist und fand das irgendwie ein bisschen schade. Was wiederum sehr schön war, ist die positiven Begegnungen, die sie mit Menschen hatte und uns die auch näher gebracht hat und uns auch ja, im Grunde zeigt, wenn jemand um Hilfe bittet, bekommt er die in der Regel auch. Auch in Ländern, die scheinbar ein bisschen exotischer sind. Und ja, ich fand es eine schöne Geschichte, einen schönen Roadtrip. Ich fand es sehr interessant und eben auch Ängste, Gedanken hier zu erfahren und wie eben auch so das Weltbild in anderen Ländern irgendwie ist. Mir war es aber einfach an mancher Stelle zu oberflächlich, zu ich-bezogen und ich hätte gerne mehr über die Länder auch erfahren und ja, wäre da gerne ein bisschen tiefer eingetaucht. Aber es war okay. Ich habe es gerne gelesen, aber es wäre jetzt nicht ein Highlight oder ein Buch, ja, was ich empfehlen würde, wenn man was über die Länder erfahren möchte. Das tatsächlich leider nicht. Das nächste Buch habe ich dann leider abgebrochen und zwar ist das Grace und die Anmut der Liebe von Sophie Benedikt. Es gehört in die Kategorie mutige Frauen in der Kunst oder Unkunst oder irgendwie sowas. Und ich habe bereits zwei Bücher aus dieser Reihe mehr oder weniger gelesen. Irgendwas mit der Frau von Picasso. Ja, noch irgendwas. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Fand die aber tatsächlich ganz gut. Hier haben wir den Debütroman der Autorin. Also es ist nicht eine Autorin, die über alle Frauen schreibt, sondern scheinbar hat man hier eben Geschichten, die in diese Reihe passen. Und so passt eben auch die Geschichte von Grace Kelly dazu. Und Grace Kelly war ja eine große Schauspielerin, eine Diva ihrer Zeit. Das meine ich ganz, ganz positiv, bis sie dann auf den Fürsten von Monaco getroffen ist und dann eben zu Grazia Patrizia wurde, der Fürstin von Monaco und dann ja im Grunde da im Kaiser-Königs-Fürstenhaus in der royalen Welt unterwegs war. Und ich finde das
Grace Kelly eine sehr faszinierende Frau ist und ich habe auch schon eine Biografie von ihr gelesen und auch Dokumentationen und fand auch immer die Aura, die sie umgeben hat, super interessant und sehr besonders. Und sie ist ja dann durch einen tragischen Unfall, Autounfall gestorben und fand ich tatsächlich sehr, sehr schade. Und auch wenn das gefühlt ja vor meiner Zeit war, aber ja, wenn man dann diesen Werdegang einfach so erlebt und dementsprechend war ich hier umso neugieriger, was uns fiktiv so ein bisschen mit historisch hoffentlich wahren Dingen erzählt werden. Und wir starten bei Grace im Alter von ungefähr 16, 17 und als sie ihre Leidenschaft für Schauspielerei wirklich entfacht und da voll brennt und da einfach auch begeistert ist und lernen ihr sehr konservatives und strenges Elternhaus kennen und auch eben die Anfangszeiten in ihrer Schauspielzeit. Und hier ist tatsächlich auch schon für mich so ein bisschen der Knackpunkt. Ich habe circa ein Drittel gelesen, bin also mit ihr auch schon nach New York gekommen und war aber sehr gelangweilt. Also ich finde, dieses Buch wird Grace Kelly überhaupt nicht gerecht. Einer Frau, die faszinierend ist, die so viele Facetten hatte, nicht nur im Schauspiel, sondern auch im Leben. Und es wird für mich überhaupt nicht der Person gerecht. Es hat sich gelesen wie ein Wikipedia-Eintrag. Fakten an Fakten an Fakten. Und irgendwie ist da wenig dazwischen passiert. Wenig Emotion, wenig Charakterbuilding, wenig, was einen irgendwie mitzieht. Und es hat mir die Person Grace Kelly überhaupt nicht näher gebracht. Es gab keine Gedanken von ihr, keine Wünsche, keine Ziele, nichts. Es war einfach ein Bericht im Grunde runtergeschrieben und das war für mich überhaupt nichts. Also ich bin sehr enttäuscht von diesem Buch. Ich hatte mir so viel, nicht unbedingt an Infos und ich habe auch nicht unbedingt nur eine Biografie erwartet, dass alles stimmt, aber eben einfach so die Wahrheit und ein bisschen Fiktion und ich habe mir da einfach eine spannende Geschichte gerade auch für diese Zeit erwartet und wie sie dann eben sich auch dafür entscheidet, Fürstin zu werden und ja diesen Einschnitt zu machen, dass sie dann eben auch nicht mehr Schauspielerin sein durfte und leider nichts. Möchte auch gar nicht tatsächlich so viel mehr über dieses Buch meckern oder Ähnlichem. Für mich war es einfach zu sachlich und irgendwie, ich wollte halt keinen Wikipedia-Eintrag lesen, sondern einen Roman. Und wenn es eben ein historischer Roman ist, der irgendwie auf einer echten Biografie beruht, dann weiß ich nicht, kann man glaube ich schon erwarten, dass da ein bisschen was passiert. Vielleicht. Ja, umso gelungener war dann im Grunde das nächste Buch, nämlich Aus schwarzem Wasser von Anne Freitag. Von Anne Freitag habe ich bisher 3 Jugendbücher gelesen und war aber leider von ihrem Buch aus dem letzten Jahr nicht so angetan. Irgendwie hat da die Chemie für mich nicht gestimmt, habe dieses Buch dieses Jahr mit den Hasen auch gar nicht gelesen, weil mich da der Klappentext nicht ansprach. Umso neugieriger war ich auf den Thriller, der jetzt im Bolt Verlag erschienen ist und umso neugieriger war ich tatsächlich auch einfach, denn Anne Freitag kann für mich sehr gut schreiben. Sie hat eine besondere Kunst, so Emotionen sehr nach außen zu tragen, ohne sie so plakativ wirken zu lassen. Und das fand ich tatsächlich in den Jugendbüchern, die ich gut fand, auch richtig, richtig toll. Und so war ich sehr gespannt, was wir hier im Thriller-Bereich von ihr erwarten können. Und zudem finde ich auch das Cover sehr, sehr gelungen. Das muss ich tatsächlich auch mal so sagen. Ja, wir treffen auf die Innenministerin Kohlbeck, die ohne zu bremsen mit ihren Dienstwagen in die Spree fährt. Und zusammen mit ihrer Tochter Maya kommt sie dort ums Leben. Vorher gibt sie Maya aber noch den Satz auf den Weg, du kannst und darfst niemanden trauen. Sie stecken alle unter einer Decke, sie stecken alle mit drin. Sei vorsichtig, wem du vertraust. Beide sterben bei diesem Unfall, doch wenige Stunden später erwacht Maya unversehrt in einem Krankenhaus auf und da stellt sie sich natürlich die Frage, wie kann das sein, was ist passiert und was wollte ihre Mutter ihr zum Schluss noch auf dem Weg geben. Maya versucht Antworten zu finden, doch es gibt es ereignen sich gleichzeitig verheerende Naturkatastrophen und da stellt sich natürlich Maya und auch uns als Leser die Frage, hängt das irgendwie zusammen? Denn wem kann Maya trauen? Wen kann sie im Grunde hier auch offen gegenübertreten und hängt hier alles zusammen und wer steckt dahinter? Sie trifft dann auf den Assistenten ihrer Mutter und scheint hier sich irgendwie eine Lösung anzubahnen, aber
ja, es geht dann doch alles noch viel, viel tiefer, als Maya zu Beginn denkt und auch als wir als Leser denken. Es ist ein packender und sehr spannender Thriller und er ist definitiv gelungener, als ich es irgendwie erwartet habe, weil ich finde es natürlich schwierig, bei einem Debüt-Thriller schon eine Erwartung zu haben. Deswegen bin ich da mit gar nicht so großen Erwartungen rangegangen. Umso packender und spannender fand ich ihn dann. Er hatte fantastische Elemente und das ist tatsächlich so ein bisschen mein Kritikpunkt, wenn ich ehrlich bin. Aber dazu, denke ich, kommen wir einfach ein bisschen später. Die Geschichte wird auf zwei Zeitebenen erzählt und auch aus verschiedenen Perspektiven der Protagonistin, was ich super spannend fand. Ich fand auch, das hat die Geschichte qualitativ sehr nach oben gehoben. Es hat uns als Leser einen gewissen Wissensvorsprung gegeben. Wir waren irgendwie viel tiefer drin, mehr dabei, noch näher an den Charakteren und wir haben einfach so ein bisschen den Zusammenhang viel, viel besser greifen können. Das fand ich richtig toll. Auch wenn Maya kein so richtig gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hatte, kann man doch gut nachvollziehen, warum sie das Rätsel lösen möchte und warum sie da so hinterher ist und was in ihrem Kopf vorgeht. Sowohl an Gedanken als natürlich auch an Emotionen. Es ist hier sehr aufgeladen und das, finde ich, hat Anne Freitag wieder wunderbar, denn das, finde ich, kann sie wirklich super gut Emotionen bildhaft darstellen und das hat sie auch hier richtig, richtig toll gemacht. Es sind sehr viele Emotionen eben vorhanden. Und ich finde das einfach tatsächlich ganz, ganz toll, wenn man das aus ihren anderen Büchern kennt, bekommt man hier eben so einen Eindruck, was sie eben auch in anderen Genres kann. Und das in einem Thriller, das finde ich, hat Anne Freitag wirklich großartig gemacht. Für mich passte die Geschichte aber nicht ganz in das Thriller-Genre, denn der Mix ist schon sehr besonders, den wir hier haben. Und ich fand ihn an mancher Stelle auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und da komme ich auch so ein bisschen auf im Grunde diese fantastischen Elemente, die ich überhaupt nicht erwartet habe, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, die jetzt nicht unbedingt schlecht sind, aber für mich hat dieser Mix irgendwie, ja, ich fand ihn irgendwie nicht so richtig greifbar und fand ihn ein bisschen gewöhnungsbedürftig und merkwürdig und es passte für mich einfach manchmal nicht. Und da hatte ich so ein bisschen ein komisches Lesegefühl. Deswegen, ja, aber es ist ein grandioses Thriller-Debüt, es ist ein tolles Buch, das ich wirklich empfehlen kann und man, also wenn man jetzt vielleicht schon so ein bisschen weiß, dass da was Fantastisches kommt, ist das vielleicht nicht ganz so überraschend, wie es mich irgendwie überrascht hat, aber eher so negativ überrascht hat. Von daher, wenn man sowas mag, ist man hier bei dem Buch wirklich absolut richtig, weil Anne Freitag kann schreiben, sie kann wunderbar eine Geschichte erzählen und durch diesen Perspektivwechsel trägt sich das auch wirklich ganz, ganz toll und man ist so nah dabei. Das fand ich wirklich richtig, richtig schön. Und auch wenn man so der Lösung näher kommt und man miträtselt und ja, es ist wirklich gut gemacht. Also ganz, ganz tolles Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen mit dem kleinen Kritikpunkt, dass es doch an mancher Stelle irgendwie gewöhnungsbedürftig war, dieser Mix, aber sonst ist der wirklich richtig, richtig gelungen. Und dann kommen wir zu einer Neuerscheinung, wenn nicht der Neuerscheinung im August. Und zwar Stephen King, Blutige Nachrichten. Und ja, ist ganz frisch im Heine Verlag erschienen, ist mir auch zur Verfügung gestellt worden, ist ein absoluter Brecher. Ich bin ein bisschen verwundert, dass jetzt auch die Kurzgeschichten bzw. Novellenbände im Hardcover erscheinen. Das war ja meines Wissens eigentlich sonst nicht so, wenn ich mich nicht irre. Aber gut, ja, ich meine, man möchte halt 24 Euro verdienen, dann ist das halt so. Gut, kann ich hier, ne? Also von daher, naja, gut. Das Buch enthält 4 Kurzgeschichten mit ganz unterschiedlichen Längen, deswegen auch zum Teil eben eine Novelle. Ja, ich glaube, wir haben da mal eine Geschichte mit 100 Seiten, mit 90 Seiten, dann mit einem mit 240 Seiten und dann nochmal eine mit knapp 60 Seiten und dementsprechend haben wir hier einfach einen Mix aus Kurzgeschichten und eben auch einer Novelle. Ich fange an mit der ersten Geschichte oder eher mit den Beziehungen von mir und Stephen King und Kurzgeschichten. Ich bin nicht der größte Fan von Kurzgeschichten. Es gibt viele von King, die ich großartig finde, besonders eben auch die Novellen, aber mich kriegt es nicht immer. Ich habe manchmal so meine Probleme. Umso überraschter war ich, dass hier eine Highlight-Geschichte enthalten ist, 2, die ich großartig fand und eine, die so okay war. Und das ist tatsächlich auch die namensgebende Geschichte, die ich nur okay fand. Aber wir fangen an mit Mr. Harrigans Telefon. Das war für mich die absolute Highlight-Geschichte in diesem Buch. Wir treffen auf Craig. Das ist ein Junge, der dem alten Mr. Harrigan Geschichten vorliest, der ihn mit Büchern unterhält, der ja auch so nicht ganz unbedingt eine lockere Verhältnis zu ihm hat, aber die sich doch so ein bisschen nahestehen.
Eines Tages gewinnt Craig durch ein Los, was er von Mr. Harrigan bekommt, relativ viel Geld, gönnt sich selbst ein bisschen was und kauft Mr. Harrigan, der eigentlich sehr reich ist, der aber so ein bisschen ja, dem Reichtum abgeschworen hat, ein iPhone. Und ja, die Modernität zieht ein und es ist nicht unbedingt das Beste, diesem Mann ein iPhone zu schenken, denn es passieren währenddessen sehr viele Gedanken, aber spätestens dann nach dem Tod von Mr. Harrigan nimmt das iPhone seinen Lauf. Mr. Harrigan beschäftigt sich so ein bisschen mit dem iPhone, mit der Welt, wie sie im Umbruch ist, dass es auf einmal kostenlose Nachrichten gibt und Ähnlichem. Und als dann eben ein Schicksalsschlag passiert, ja, nimmt das Ganze so ein bisschen seinen Lauf und ja, möchte aber gar nicht so viel verraten. Es ist super faszinierend, in die damalige Zeit nochmal zu rutschen. Wir sind hier, glaube ich, so knapp 20 Jahre zurück oder 15 Jahre zurück, als es eben losging mit den iPhones, mit den Smartphones, mit dieser Mobilität, mit dem Internet. Ich fand das ganz großes Kino, gab die ein oder andere Produktplatzierung zu Apple und Amazon und Ähnlichem, was ich super interessant fand und so ein bisschen schmunzeln musste, aber so war die damalige Zeit einfach und es wird dann ab einem gewissen Punkt geht es in eine Richtung, die ich zu Beginn gar nicht erwartet habe und wer jetzt auch eine Geschichte vielleicht wie der Musterschüler erwartet, ja, es ist so ein bisschen ähnlich, aber viel, viel anders und als dann der mysteriöse Touch kommt, fand ich es großartig. Ich habe die Geschichte sehr, sehr gefeiert und die gefällt mir auch nach wie vor gut und tut tatsächlich sehr viel in mir immer noch arbeiten. Dann kommen wir zu Chucks Leben, ebenfalls einer Geschichte, die ich großartig fand. Eine ganz tolle Geschichte, die in drei Akten rückwärts erzählt wird. Es wird so ein bisschen eine Endzeitstimmung eingefangen, was natürlich auch so zur Anfangszeit von der Corona-Pandemie passt. Wie verhalten sich Menschen? Was gibt es für Emotionen, für Gefühle, für Hamsterkäufe und so weiter. Ich fand, es ist grandios eingefangen worden. Es ist eine Hammeridee. Es wurde gegen Ende leider ein bisschen schwächer, aber die Geschichte samt der Auflösung fand ich großartig. Also das hat mir super gut gefallen. Und wenn der Mittelteil nicht so ein bisschen irgendwie den Kick verloren hätte, ja, wäre das für mich auch eine Highlight-Geschichte gewesen. Blutige Nachrichten ist die längste Geschichte und auch die namensgebende Geschichte ist im Grunde irgendwie eine Weitererzählung vom Outsider von der Mr. Mercedes-Reihe. Habe ich beide nicht gelesen. Ich habe die Mr. Mercedes-Reihe angefangen, fand oder die Bill Hodges-Reihe mit Mr. Mercedes als Auftakt angelesen, war nicht meins und an den Outsider zieht es mich irgendwie nicht so richtig ran. Was nicht ist, kann ja immer noch werden, sagt niemals nie. Man muss beide Geschichten definitiv nicht kennen, um diese Geschichte lesen zu können. Und ich habe mich auch mit einer lieben Freundin, Grüße an dich Anita, ausgetauscht, die die Geschichte kennt. Und da haben wir definitiv gemerkt, dass sie natürlich andere Dinge ein bisschen mehr wahrnimmt als ich, aber ich durchaus auch ohne Wissen die Geschichte sehr gut verstanden habe. Denn es geht hier um Holly, die man eben aus der Geschichte auch kennt. Und es passiert eine Explosion in einer Schule und Holly fällt auf, dass dieser Mann ja jemand anderen sehr ähnlich sieht, der auch schon an einer Katastrophe beteiligt war. Und so gehen wir hier ein bisschen auf Suche, hat so ein bisschen einen Krimi-Aspekt, aber natürlich schon dieses Mysteriöse, was man ja wohl dann auch aus dem Outsider kennt. Ich fand die Geschichte ganz okay. Sie hatte für mich schon die ein oder andere Länge und natürlich auch dieses auf der Suche nach, diese Krimisuche, das ist halt nicht so richtig meins. Zudem war manches von Holly nicht nachvollziehbar. Also wie sie sich verhalten hat, wie sie vorgegangen ist, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihre Vergangenheit nicht kenne. Aber so als Außenstehende konnte ich das an mancher Stelle nicht nachvollziehen und dementsprechend war das nur eine gute Geschichte, die, ich sag jetzt mal, tatsächlich so 3 Sterne, glaube ich, in meiner Kategorie vorne bekommen hat. Die letzte Geschichte ist dann Ratte, gefiel mir ebenfalls sehr, sehr gut, kommt also so an Chucks Leben auf jeden Fall ran. Wir treffen hier auf den Kurzgeschichtenautor Drew, der ist auch Lehrer am College und hat auf einmal eine große Idee für einen großen Roman. Hatte er schon mal, ist daran verzweifelt und ist auch einiges passiert. Dementsprechend ja, ist er und auch seine Frau da ein bisschen kritisch. Er zieht sich zurück in so eine Berghütte, die seinem Vater gehört hat und er wird dann irgendwie dort krank. Und da hat man so den Moment, als er die Grippe hat und er weiß, dass er die von dem Verkäufer in dem Laden hat, so ein bisschen, oh, Patient Zero war dann so mein erster Gedanke. Die Ratte, die namensgebend ja ist, spielt tatsächlich eher eine untergeordnete Rolle, beziehungsweise dreht sich die Geschichte nicht unbedingt darum, aber sie hat schon, sie gibt den Anstoß sozusagen und man stellt sich nach der Geschichte schon die Frage, oder ja, man sollte sich überlegen, was man sich wünscht, denn Wünsche könnten in Erfüllung gehen. Und es war eine
natürlich durch diesen etwas ja, typischen Autoren, den Stephen King geschaffen hat, ist natürlich bestimmt auch ein bisschen was Autobiografisches drin. Es war sehr atmosphärisch. Also ich fand, er hat dieses Alleinsein, dieses Schreiben, dieses ich schreibe einfach nieder, um zu den Charakteren zurückzukommen. Ich fand, das hat er super gut eingefangen. Auch die Anfangszeit der Krankheit, auch die Verzweiflung so ein bisschen der Frau zu Hause, die sagt, oh, da kommt ein Sturm und du bist da oben allein. Also ich fand, das hat King wieder großartig gemacht. Insgesamt, also wirklich drei Wahnsinnsgeschichten, eine Highlight-Geschichte, eine sehr gute Geschichte, die mich überzeugt haben, die auch die verschiedensten Stile von Stephen King präsentieren. Man hat hier wirklich alles drin. Auch wenn ich sonst ja mit den kürzeren Geschichten nicht ganz so klar zurechtkomme, fand ich diese hier sehr abwechslungsreich und trotzdem haben sie eben alle so dieses Motto der blutigen Nachrichten irgendwie übermittelt und ja, es zeigt eben auch mal wieder, dass King eine Wahnsinnsbeobachtungsgabe hat, auch wenn er so auf das gerade Zeitgeschehen eingeht. Er zeigt uns eben auch, wozu Menschen bereit sind, was sie tun würden, um eben an Nachrichten zu kommen, an Geschichten zu kommen und eben auch, wie wir Menschen die Nachrichten und Geschichten konsumieren und wie sich das eben in der Zeit auch verändert hat. Sprachlich sehr, sehr gelungen, wenn auch manchmal ein wenig zu viel erzählt wird oder zu wenig. Also ich kann die Kurzgeschichten absolut empfehlen, mir haben die Spaß gemacht und das sage ich ja bekanntlich nicht über jede Kurzgeschichte von Stephen King. Und zum letzten Buch, ja, muss ich gar nicht so viel sagen wahrscheinlich. Alleine, dass es jetzt in echter Form bei mir eingezogen ist, sagt schon, es ist ein Highlight. Und zwar der erste Teil der Nevernight-Reihe, Die Prüfung von Jay Kristoff. Im letzten Jahr haben so viele von der Reihe geschwärmt, von dem Buch geschwärmt, von den Hörbüchern geschwärmt und zusammen mit der lieben Becky habe ich es mir jetzt in diesem Jahr endlich vorgenommen, die Reihe, und wir haben jetzt innerhalb zwei Wochen die Geschichte gehört. Dementsprechend, ja, das Buch ist eingezogen, weil es ins Highlight-Regal darf und das Hörbuch wurde gehört. Aber ich muss euch einfach mal kurz dieses tolle Buch zeigen mit einem roten Buchschnitt. Und ach, das sieht einfach nur mega aus. Ja, einfach wunderschön, habe ich ertauscht über Tauschticket. Und ja, da das aber auch so ein Wälzer ist und ich es ja gehört habe, blende ich euch jetzt einfach das Hörbuch ein. Sprecher ist Robert Frank und den möchte ich wirklich lobend erwähnen, denn er hat 2,5 Stunden wunderbarst eine Geschichte erzählt. Also sehr atmosphärisch, toll sprachlich ausgearbeitet, wunderbar rübergebracht die Geschichte und ich fand den wirklich toll. Und es ist einem auch nicht wie 22,5 Stunden vorgekommen. Also ja, alle drei Teile sind bereits der Reihe erhältlich. Band 2 ist auch schon eingezogen und geht jetzt in der nächsten Woche sozusagen los. Wir wollen direkt weiterhören und ich freue mich schon und ja, was soll ich sagen? Das ist manchmal, wie es so ist. Ja, es wird so schön geschrieben, in einer Welt mit drei Sonnen, in einer Stadt, gebaut auf dem Grab eines toten Gottes, sind eine junge Frau, die mit dem Schatten sprechen kann, auf Rache. Das ist so die Überschrift des Buches und ich finde, das passt einfach perfekt. Ja, wir haben hier High Fantasy und treffen auf eine ganz andere Welt mit anderen Regeln, mit magischen Gaben und eben auf Mia Kovere, die nach Rache sinnt und die will auch ganz unbedingt ihrer Rache nachkommen. Denn ihr Vater wurde, als sie, glaube ich, 10 war, umgebracht, ihre Mutter samt kleinem Bruder in Gefangenschaft gebracht. Und sie möchte jetzt die drei mächtigsten Männer des Reiches stellen und packt sie auf ihre Liste. Und nachdem sie eben entkommen kann, möchte sie nur noch eins, diese drei Männer, brennen sehen. Und das klappt natürlich nicht in dem Moment, wo man einfach ein junges Mädchen bleibt. Nein, sie möchte Assassinin werden und trifft auf den Antiquariatshändler Mercury, der sie aufnimmt. Und der aber nicht nur ein gewöhnlicher Händler ist, sondern er bildet Assassinen aus, beziehungsweise bringt sie dann in die Rote Kirche, wo sie Kampfpraxis erlernt und so manche Prüfung auch bestehen muss und auch durchstehen muss und auch erstmal als Prüfung erkennen sollte. Dort trifft sie auf die Nicht-Katze, die in ihrem Schatten lebt und sich von Ängsten nährt, was ich grandios fand. Und sie trifft unterwegs auch auf Trick und auch einige andere Schüler, die wir kennenlernen, wo es Freundschaften gibt, aber auch Neid
und vielleicht sogar so etwas wie Liebe. Es reicht nicht, dass Mia nur einfach ein Kind ist, eine junge Frau ist, ein Mädchen ist. Nein, sie gehört auch der Dunkelin an. Und was da dahinter steht, das wird groß. Ja, es ist einfach nur wow. Es ist ein Highlight, es ist eine Wahnsinnsgeschichte, es ist ein epischer Auftakt, der alles hatte, was ich an High Fantasy liebe. Wir sind hier definitiv eher schon so ein bisschen in Dark Fantasy ist vielleicht ja schon zu hart, aber es geht definitiv vom Gewaltpegel in die Richtung Game of Thrones und auch die Hexersaga. Also es ist hier sehr derb, es ist düster, es ist vulgär, es ist hart, es ist dramatisch, es ist alles. Und es ist einfach der Hammer. Es ist eine grandiose Welt, die ein Wahnsinns-Worldbuilding hat, die tolle Charaktere hat, die tiefgründig sind, die spannend aufgebaut ist, die so viele Frage, warum Rätselaufgaben hat. Es ist einfach der Hammer. Ich habe irgendwo gelesen, es hat jemand als Mischung aus Harry Potter und Game of Thrones beschrieben. Und ich würde vielleicht noch so ein bisschen Young Elites dazu packen und ein bisschen Atmosphäre aus Size und vielleicht auch noch ein bisschen, ja, ich würde so diese Mischung nehmen. Und ich finde, das sagt es im Grunde perfekt aus. Es ist einfach der Wahnsinn. Es zeigt uns, Jack Kristoff zeigt uns sehr bildhaft die Welt mit vielen, vielen Details, mit auch so einem Verliebtsein, was die Details angeht und einer wunderbaren Magie. Und wir haben hier auch eine Ausbildung, die mich als Game of Thrones-Kenner tatsächlich so ein bisschen an Arya erinnert, aber wirklich nur ganz oberflächlich, muss man sagen, denn Arya ist definitiv in eine andere Richtung gegangen. Aber die Intention, dass hier ein Mädchen Rache möchte, dass es eine Liste gibt, wo Namen draufsteht, da kann man natürlich sagen, da hat man gewisse Parallelen, die dennoch in ganz andere Richtungen gehen. Und es ist einfach unfassbar spannend gestaltet, Mia Kovere zu folgen, mit ihr mitzugehen, das zu erleben, diese Prüfungen zu sehen, den Schulalltag zu erleben, diese Neiddebatten, diese Freundschaften, die sich finden und alles so drumherum und auch wie diese rote Kirche funktioniert, wie diese Assassinen-Schule funktioniert, was da Aufgaben sind, was auf sie wartet. Also ich finde es einfach großes, großes Kino. Sehr schön ist auch, dass der Sprecher der Geschichte, also Jay Kristoff in dem Fall sozusagen, auch immer mal mit uns als Leser spricht, zieht uns sozusagen immer mal mit hinein. Und man bekommt wirklich das Gefühl, dass die Geschichte einem erzählt wird. Und das ist sprachlich wirklich sehr, sehr gelungen und mochte ich unglaublich gern. Und ich fand auch den Witz toll, der immer mal dabei war und diese sarkastische Heiterkeit. Und ja, man muss damit rechnen, dass es an mancher Stelle sehr derb wird. Es war an mancher Stelle fast ein bisschen viel, das muss ich auch sagen. Gerade wenn die Sexszenen en detail sozusagen gefühlt irgendwie erzählt werden und man so denkt, ja, es hätte jetzt ein bisschen weniger Details, hätte der Geschichte jetzt nicht geschadet. Aber das ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau und ich fand es einfach grandios. Ich fand es mega, ich fand es spannungsgeladen und wirklich episch und es ist, man darf sich auch nicht davon irgendwie täuschen lassen, dass das vielleicht ein Jugendbuch sein könnte, finde ich tatsächlich gar nicht. Natürlich richtet es sich ein bisschen an jüngere, junge Erwachsene, aber was diesen Brutalitätsgrad hat, würde ich das keinem 14-Jährigen in die Hand drücken. Ich sag mal frühestens so ab 16, um eben auch diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Also ich bin verliebt in diese Reihe, schreit förmlich nach einer Highlight-Reihe in diesem Jahr und ich finde das einfach nur großartig. Also grandios, toller Auftakt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann mit dem nächsten Band weitergeht. Und das waren sie nun auch, die mehr oder weniger 5 Bücher. Und es war wirklich eine tolle Lesewoche, also die mich doch mehr begeistert hat, als mich dann der Abbruch irgendwie stören konnte. Zu den tollen Büchern kamen dann auch noch 2 Filmabende und ich habe mir Interstellar angesehen und Memento. Das sind beides Christopher Nolan Filme und ich bin wirklich ein sehr großer Fan von seiner Arbeit und mag seine Filme super gerne, weil sie einem ganz, ganz viel geben, vor allem zum Nachdenken. Und Memento habe ich, keine Ahnung, vor Jahren das letzte Mal gesehen und war total wieder in den Bann gezogen, wie grandios diese Geschichte auch mit diesen unterschiedlichen Erzählebenen erzählt werden. Denn wir haben hier einen Mann,
der sein Kurzzeitgedächtnis seit einem Unfall verloren hat und sich bis zu dem Unfall an alles erinnern kann. Und bei diesem Unfall, also bei diesem Überfall, ist seine Frau vergewaltigt worden und getötet worden. Und er ist jetzt eben auf der Suche nach diesem Verbrecher und weiß aber oftmals 5 Minuten später nicht mehr, warum er gerade hier ist und was er hier tut. Hat einige Dinge am Körper tätowiert und hat eben auch so ein eigenes System, wie er sich schnell an Dinge erinnert. Und natürlich ruft das nicht nur Freunde und Helfer auf den Plan, sondern ja auch Leute, die ihn ausnutzen. Und ich finde dieses grandiose Denkspiel, ich fand es grandios, ich finde den Film Hammer. Und Interstellar, so großartige Science-Fiction, die sich besonders mit dem All beschäftigt, mit Wurmlöchern, mit Planeten finden, weil wir eben auf unserer nicht mehr sein können. Und einen Hammer Matthew McConaughey, den ich so, so großartig finde. Und auch einem so tollen Cast drumherum. Und ja, also ich liebe Interstellar. Ich habe den damals im Kino gesehen, danach direkt auf DVD. Und ich finde den Hammer. Und immer wieder bin ich fasziniert, wie uns diese Geschichte auch so wirklich mit diesen Wurmlöchern, mit diesem All, wie uns die erzählt wird. Und auch wenn ich nicht der größte Fan von etwas kurz vor dem Ende bin, weil ich mich da so denke, das ist irgendwie nicht so schön, finde ich den Hammer. Ich liebe diesen Film. Und ich kann da wirklich nur fasziniert davor sitzen und denke, ist das geil. Und ja, ja, auch in dieser Woche ging es dann mit einem Christopher Nolan-Film weiter, aber dazu dann natürlich in der nächsten Bücherwoche mehr. Ich finde den wirklich großartig, was er schafft. Auch die Filmmusik dazu, die ist ja oftmals von Hans Zimmer. Ich bin da großer, großer Fan und ja, würde gerne Tenet sehen, der ja wohl auch irgendwie auf Inception vielleicht was damit zu tun haben könnte. Und allein, dass Tenet vorwärts für rückwärts das gleiche ist, wird bei Christopher Nolan etwas bedeuten. Aber ich bin Kinos gegenüber noch ein bisschen kritisch und weiß nicht, ob ich mich ja, in so einen Saal setzen möchte. Weiß ich nicht. Leider wird er nicht im Autokino laufen. Das war so gefühlt meine erste Frage an das Kino, weil wir ja hier auch das Autokino haben. Wird natürlich mit den Filmrechten und so zu tun haben, aber okay, ja. Fand ich schade, den hätte ich mir tatsächlich auch noch im Autokino angeguckt. Und ja. Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen mit Christopher Nolan. Ich vermute mal, dass die Dark Knight Trilogie dann auch demnächst mal dran ist. Ja, kann man ja, Christian Bale kann man ja nie oft genug sehen. Und das Schöne ist ja, dass man ganz viele Schauspieler immer wieder in den Filmen wiederfindet von Christopher Nolan. Ja, das macht auch Spaß. Ja, also eine großartige Bücherwoche samt Filme und richtig, richtig toll. War eine schöne Woche, hat mir gut gefallen. Und wenn es jetzt meinem Knie noch besser geht, umso besser wäre das. Und ja, ich bin sehr gespannt, welche Bücher bei euch so auf der Leseliste standen, was ihr gelesen habt, was ihr vorhabt, ob ihr eins der Bücher bereits kennt. Vielleicht, ob ihr auch großer Christopher Nolan-Fans seid, lasst uns da gerne in den Kommentaren austauschen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und alle Infos zu den Büchern, wie gesagt, findet ihr in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.